Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von Mass Effect Andromeda. Ja, in der letzten Folge hatten wir ein paar Flashbacks bezüglich der Vergangenheit unseres leider schon verstorbenen Vaters. Denn mit der Zeit schalten sich Erinnerungen frei. Im Gegensatz zu dieser Tür, die nicht aufgeht. Egal, okay, lass mich. Ja, wir können in dieser Welt Erinnerungen sammeln. Oder besser gesagt, wenn wir quasi Meilensteine auf unserer Reise erreichen, schalten wir quasi Erinnerungen frei, die uns unsere Vergangenheit und auch die Vergangenheit, die uns unser Vater nicht ganz so mitgeteilt hat, frei. Das interessiert mich sehr. Also ich werde auf jeden Fall immer auf diese Datenpunkte achten. Und da ist auch schon der Samkern. Da müssen wir aber gerade nicht hin. Wir sollten doch angeblich zu dieser Shuttlebucht. Wir haben doch dieses eine Schiff bekommen. Oder bin ich da falsch? Dann gehe ich mal kurz auf die Karte. Wo ist denn die Shuttlebucht? Da stand doch in der letzten Folge, oder besser gesagt, wurde uns gesagt in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist schon wieder ein bisschen länger her, wie ich aufgenommen habe. Es wurde uns doch gesagt, es ist ein Shuttle für uns bereit gemacht worden in der Shuttlebucht. Ist das die Shuttlebucht? Hier ist auf jeden Fall eine Bahnstation. Ich glaube, wir gehen einfach mal hin. Einfach mal nach unten. Warte, das war unten, oder? Ja, das war unten. Okay. Kann man laufen irgendwie? Ja, man kann laufen, das ist sehr schön. Aber wie kommt man denn da hin? Man kann sich doch einen Wegpunkt setzen, oder? War das richtig? So, hier. Da will ich hin. Kann ich einen Wegpunkt setzen? Ja! Habe ich jetzt einen Wegpunkt gesetzt? Ich setze mir hier einen Wegpunkt. So, der runde Wegpunkt. Sehe ich nicht. Das. Ich sehe den Wegpunkt nicht. Hallo? Gesetzt habe ich ihn, ne? Wir müssen halt ein paar Etagen tiefer. Nur wie? Hier sind wir halt nochmal komplett falsch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die große. Ne, wir sind hier. Wir sind hier auf der Hyperion. Auf der Hyperion sollen wir nicht hin. Wir sind doch auf der Hyperion, auf unserer eigenen Arche. Wie kommen wir denn von hier weg? Ich bin schon wieder komplett überfordert. Hier geht's nicht auf, ne? Nein. Das hier sieht aus. Ist das die Kryostation? Ist das die Kryostation? Nein, die sind wir richtig, sehr schön. Hier geht es anscheinend hoch. Ja, hier geht es hoch auf jeden Fall. Aber. Es interessiert mich gerade. Es interessiert mich einfach. Man kann doch bestimmt zur Kryostation zurück. Nein, kann man nicht. Wo die Kryostation war sogar hier an diesem Eingang, ne? Ja, und das haben sie komplett zugepackt. Wieso habt ihr hier komplett zugeräumt? Ich wollte meine Schwester besuchen. Habt ihr so gesagt? Ihre Kapsel, denn unsere liebe Schwester liegt ja immer noch im Koma. Ob die irgendwann aufwacht, ich habe wirklich keine Ahnung, wie das hier mit unserer Schwester weitergehen soll. Ob sie irgendwann noch mit uns benutzen. Kryostation. Kommandozentrale. Kryostation. Was ist hier? Andockbucht, da müssen wir hin. Aber ich würde ganz gerne zur Kryostation, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wir gehen zur Kryostation. Ich will zur Kryostation. Mal gucken, vielleicht können wir ja schon was Neues herausfinden bezüglich des Zustandes unserer Schwester. Ich bin da wirklich. Nee, das ist wichtig. Danach geht's auf jeden Fall zur Andockbucht, denn ich will unser Schiff sehen. Ob das wieder so ein epischer Kreuzer wird wie damals in der alten Mass Effect Trilogie, also die Normandy, wer sie nicht kennt, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Das ist die Normandy, das ist so ein episches Schiff, ne? So, Andromeda-Initiative. So, hier sind wir richtig. Hier ist die Kryostation. Kann ich denn mit irgendjemandem hier reden? Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Fühlt sich schon wieder besser an. Nein, mit dir will ich nicht reden. Wo ist denn Dr. Tipero? Ist das die Kapsel, die ominöse? Ist das die ominöse Kapsel? Oder ist das nur irgendeine Kapsel? Nee, die Kapsel von Sarah war beschädigt. Die ist ja anders. Wir sind ja auf jeden Fall richtig. Moment, hier ist auch nirgends Dr. Tipero. Also die Asari, die hier quasi den Oberchefarzt spielt. Ne, ist ja nicht. Wir reden einfach mal. Ryder? Ja, hi. Hey, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde es überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Ja, er war auf jeden Fall hart, aber ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, dass da noch was Heftigeres kommen wird. 1 Milliarde %. Wir reden einfach mal. Ryder, schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Sie haben ihr Bestes getan. Wie ist er gestorben? Wir wissen doch, wie er gestorben ist. Wir waren gewissermaßen dabei. Sie haben ihr Bestes getan. Ich bin sicher, Sie haben ihm... Ja, aber trotzdem haben wir in meiner Schicht einen Pathfinder verloren.
Das sitzt tief. Mein Vater kannte die Gefahren. Das gehört zum Job. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Ihre Schwester hier durchkommt. Das ist sau wichtig. Und hier haben wir schon. Hier haben wir guten Anschluss gerade. Der Zustand meiner Schwester. Bitte, ja, erzähl. Wie geht es Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Das will ich wirklich stark hoffen. Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Ist aber schon ein hartes Stück, dass er das wirklich zugibt. Wir werden sie vermissen. Ja, ich habe jetzt nicht groß den emotionalen Bezug zu ihm, aber... Ja, komm, wir sind nett. Wir werden sie vermissen, Harry. Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. Abgemacht. Indirekt, alles klar. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Ja, das ist natürlich schön. Okay, auf das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Alles klar, okay. Ich bin echt gerade unschlüssig, ne? Ich weiß, okay, mit Fischer könnte man noch reden, aber mit dem haben wir vorher schon geredet, da gibt es wahrscheinlich nichts Neues. Ich bin mit Sarah echt unschlüssig. Wird Sarah irgendwann komplett wieder da sein und wir können mit ihr in die Schlacht ziehen? Oder ist Sarah nur so ein Mitgedings und wir werden nie wirklich mit ihr reden können? Und ich weiß es einfach nicht, aber ich würde es so gerne wissen. So, Undock-Buch, da gehen wir erstmal hin. So, schippern wir hin mit unserer leckeren Schnecke hier. Oh, Cora, hi. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Ja, natürlich. Alles, was wir anpacken, machen wir mit Stil. Das ist die Tempest. Sehen wir sie uns mal genauer an. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Gut, verschwinden wir. Ja, schnell weg hier. Ich will raus hier. Ich will okay. Nach draußen. Sehen wir uns den Rest von Helios an.
Moment mal. Sie gehen nirgendwo hin. Verdammt! Ich war's nicht. dieses Album, ich war's nicht. Was auch immer passiert ist, ich war's nicht. Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Sie sind mit Ihrer Familie hier, oder? Und Ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. Nicht übel. Puh. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste mich wieder mit Addison rumschlagen. Und das will ja keiner. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Das ist unser Job, meine liebe Cora. So, dann gehst du jetzt wirklich auf den ersten Planeten. Diesmal nicht auf Habitat 7, sondern auf irgendeinen anderen Planeten. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Er wurde auf jeden Fall in den letzten Folgen tunlichst erwähnt von unserem lieben Commander Ten. Was, Commander? Oder was, Operator? Irgendwas in der Art. So, aber es geht auf jeden Fall jetzt endlich mal auf festen Boden. Raus aus dieser klumpigen Raumstation. Endlich mal auf einen festen, steinigen Planeten mit einem Boden. Ach, ich bin drauf voll. Raus aus dieser klumpigen Raumstation. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody. Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Der Klempner. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin. Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Das wird auf jeden Fall ein richtig fettes Abenteuer. Mich um mit hart. Ach, scheiß drauf. Abenteuer. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Was? Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Geil. Man kann sich also wirklich hier wieder wie in der alten Mass Effect Trilogie umsehen und... Was ist das denn? Scheint eine Versammlung... Ich sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja, das mit der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Krass. Also das war ja auch wirklich ein richtig krasses Feature aus der alten Mass Effect Trilogie. Dass man wirklich sein Schiff hatte, das Schiff. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Ja, bitte, Liam. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Das ist krass. Also bedeutet, hier kann man quasi das Zeug zerlegen, das man irgendwo findet, und daraus neue Sachen herstellen. Der Crafting-Tisch beispielsweise. Dann sammeln wir mal Schrott. Schön. Ich werde jeden Vorteil nutzen, den ich kriegen kann. Selbst wenn ich dafür Schrott suchen muss. Hey, mit Tech wie dieser ist nichts mehr einfach nur Schrott. Zumindest nicht mehr, sobald wir damit fertig sind. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus.
Was? Forschung, Entwicklung. Überforderung pur. Hallo, was ist das? Möchten Sie Forschung, um mit den Forschungsdaten neue Baupläne und Verbesserungen freizuschalten? Okay. Entwicklung. Ja, nee, ich will Forschung. Hallo, Forschung. Okay. Waffen. Ja. Hör auf mit dem Tutorial. Ich will da selber gucken. Ja, passt schon. Sturmgewehr, Zyklon. Ach du Scheiße. Überforderung. Hallo. Sturmgewehr. MP, Pistole. Schrotflinte. Was ist eine PG? Das sieht aus wie eine Sniper, ne? Wie geil das einfach aussieht. Black Widow. Was würde ich denn rein theoretisch für so ein Teil brauchen? Es gibt mehrere Black Widow. Black Widow 3, 4, 5. Ach du Scheiße. Erforderliche Stufe 30. What? Ich bin überfordert. Lassen wir das einfach mal so. Nein. Damit beschäftige ich mich mal offscreen und dann können wir weiter gucken. So, dann gehen wir hier mal weiter. Sieht doch mega geil aus. Ach, das ist ein Glasboden. Das sieht ja stylisch aus. Also, man hat ja wirklich das geliebt. Okay, da kann ich mal nicht raus, weil dann wird wahrscheinlich kurz getriggert. Und man hat das ja wirklich geliebt in der Mass Effect Trilogie, dass man sein eigenes Schiff hatte. Und man immer wusste, wo die anderen Leute waren, auf welchen Decks sie sich aufgehalten haben. Das hatte so ein bisschen was Familiäres. Das hat man wirklich so ein Einfamilienhaus. Das hier ist zwar nicht so groß wie die Normandy damals. Das ist also quasi nur so ein kleines Aufklärungsschiff quasi. Mit zwei Decks, glaube ich, sind es. Es wird, glaube ich, noch irgendwo andere Räume geben und so weiter. Hier zum Beispiel. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Mhm. Very interesting. And what can I do here? Mein Englisch ist very the best. was kann ich wirklich tun? Ohne Scheiß. Kann ich nichts machen. Okay, da wird wahrscheinlich irgendein Crewmitglied, das wir irgendwann aufgabeln werden. Wenn ich gabeln würde, Crewmitglied. Hey! Dann hier stationiert werden. Hier kann man nicht rein. Okay. Nein, kann man nicht. Okay. Dann werden wir einfach mal nach draußen gehen. Ah, hier ist auch noch ein Raum. Siehst du mal, das nehmen wir mit. Nee, Liam, ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid. Biolabor. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Es ist bei weitem nicht so groß wie die Normen, die damals, aber es hat doch Potenzial, die wirklich ein geiler Kreuz zu werden. Nein, Liam, ich habe keine Zeit, es tut mir leid, ciao. Nee, pfui, kein Bock. Was ist denn hier? Guckt hier also runter. Ach, siehst du, das kann man leicht übersehen, siehst du mal. Das haben wir geschafft, krass. Mhm. Ach, geil. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen immer zuerst in die Richtung, wo wir eigentlich nicht hin sollen. Leute, ihr müsstet euch das schon gemerkt haben. Also hier sind Quartiere? Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in Ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. In meinem Zimmer? Wo ist mein Zimmer? Also, wir haben wieder eine Kapitänskabine. Krass. Crew-Infoboard aktiviert. Will einer mit mir eine, was? Eine Couch schleppen? Was? Komm mal. Das ist ja schon krass. Wir können mal Betten zählen. 1, 2, 3, 4. Vier Leute. Hättest du, dass vier Leute hier quasi schlafen können? Dass vier Leute hier maximal auf dem Schiff sein können? Nee, geht's noch weiter. Was ist das denn? Das sieht aus Ryder. Wie eine Arztstation. Oh! Hallo, Ryder. Hi. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Alles klar, okay, dann komme ich nach dem Start vorbei, das ist mit uns hoffentlich. Was ist denn hier? Das Schiff ist doch größer als gedacht. Ich dachte, wir hätten nur die zwei oberen Decks. Aber hier geht's ja noch endlos weiter. Wir gucken uns auf jeden Fall zuerst mal das ganze Schiff an, bevor wir irgendwo landen. Hier kann ich nicht runter, ehrlich? Gehen wir raus. Alles klar, ist okay. Also, das ist schon krass. Was ist denn das hier? Okay, aber Leute, ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine sehr... Eine spannende Folge würde ich nicht sagen, aber eine sehr informative Folge. So, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall auf dem Planeten landen. Ich weiß, ich hab euch das schon in der letzten Folge versprochen, aber in der nächsten Folge werden wir es auf jeden Fall einhalten. Wir werden uns noch das Schiff komplett zu Ende angucken, weil es gibt noch ein paar Räume, die mich wirklich interessieren würden. Und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge mal auf einen Planeten, auf festen Boden. Und ja, ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Mass Effect Andromeda. Lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Und wenn ihr neu seid, lasst auch gerne ein Abonnent da. So. Ich verbleibe mit einem Rennsack. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all, don't put the blame on me.